Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem dritten Teil der Videoreihe über die Inhalte zum Kaufvertrag. In den vorherigen beiden Videoteilen haben wir uns ja bereits angeschaut, welche Vereinbarungen grundsätzlich im Kaufvertrag getroffen werden müssen. Im zweiten Teil habe ich euch dann die Lieferbedingungen genauer erklärt. In diesem Video soll es nun um die Zahlungsbedingungen gehen, denn ihr wisst ja, dass der Käufer verpflichtet ist, den Kaufpreis zu zahlen. Welche Bedingungen hier gelten, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Zunächst einmal sollte man sich Gedanken machen, in welcher Form die Zahlung zu erfolgen hat. Aus den vorherigen Videoteilen wisst ihr ja, dass man alles im Kaufvertrag genauer vereinbaren kann. Fehlen allerdings solche Vereinbarungen im Kaufvertrag, gelten dann grundsätzlich die gesetzlichen Vorgaben laut BGB, also laut bürgerlichem Gesetzbuch. Nun ist es tatsächlich so, dass wenn Käufer und Verkäufer im Kaufvertrag nichts Gesondertes vereinbart haben, der Käufer Bargeld an den Verkäufer zahlen muss. Es ist tatsächlich so, der Käufer muss mit Bargeld seine Zahlung leisten. Dies liegt daran, dass nur Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt ist. Es ist also tatsächlich so, dass wenn im Kaufvertrag nichts Gesondertes über die Zahlungsart vereinbart ist, der Käufer nur mit Bargeld zahlen kann. Nun hat die Nutzung von Bargeld in der Praxis natürlich zahlreiche Vor- und Nachteile. Und tatsächlich ist es in der Praxis so, dass die Zahlung mit Bargeld häufig gar nicht sinnvoll oder sogar gar nicht möglich ist. Daher wird in Kaufverträgen logischerweise häufig von der Bargeldzahlung abgewichen. Nun solltet ihr an dieser Stelle zunächst einmal grundsätzlich beachten, dass es einen Unterschied zwischen Barzahlung und Bargeldzahlung gibt. Wenn ihr mal genau darauf achtet, bei der Bargeldzahlung geht es darum, dass mit Bargeld bezahlt wird. Es geht also um die Form der Zahlung. Bargeld sind grundsätzlich Münzen und Scheine und das Gegenteil von Bargeldzahlung ist dann die bargeldlose Bezahlung. Diese schauen wir uns gleich nochmal etwas genauer an. Im Gegensatz zur Bargeldzahlung meint Barzahlung jedoch den Zahlungszeitpunkt. Immer dann, wenn der Käufer die Kaufsache bezahlt, wenn er sie erhält, spricht man von Barzahlung. Bei der Barzahlung geht es also wie gesagt um den Zeitpunkt. In den folgenden Beispielen könnt ihr mal auf diese Unterscheidung achten, sie wird euch dann aber eindeutig klar. Abweichend von der gesetzlichen Regelung, dass der Käufer also mit Bargeld zahlen muss, können im Kaufvertrag andere davon abweichende Vereinbarungen getroffen werden. Eine typische Alternative ist dann die Überweisung. In diesem Fall beauftragt der Käufer seine Bank, den Kaufpreis auf das Konto des Verkäufers zu übertragen. Ihr seht also, dass die Überweisung keine Bargeldzahlung, sondern eine bargeldlose Zahlung ist. Eine weitere Möglichkeit der Zahlung wäre dann die Zahlung mit EC oder Kreditkarte. Auch dies sind dann Alternativen zur Zahlung mit Bargeld, also bargeldlose Zahlung. Ihr habt bestimmt häufiger schon einmal gesehen, dass der Käufer an der Kasse mit einer EC oder Girokarte zahlt. Im Verkaufsraum des Verkäufers steckt der Käufer dann also seine Girocard in ein Erfassungsgerät, tippt seine PIN ein und die Zahlung erfolgt. Durch das Eintippen der PIN und die Bestätigung der Zahlung erhält der Käufer das Geld bargeldlos sofort. Ihr erkennt hier also ein typisches Beispiel für eine bargeldlose Zahlung und eine Barzahlung. Denn die Zahlung erfolgt ja im Verkaufsraum direkt bei Erhalt der Kaufsache, es liegt also eine Barzahlung vor. Im Gegensatz zu unserem ersten Beispiel, nämlich der Überweisung, kann diese ja auch später, also nach Empfang der Kaufsache, erfolgen. In der Praxis wäre es also möglich, dass der Käufer die Ware erhält und den Kaufpreis dann ein wenig später überweist. Bei dieser Art der Überweisung liegt dann also eine bargeldlose Zahlung und gleichzeitig keine Barzahlung vor, denn die Zahlung erfolgt ja erst nach dem Erhalt der Kaufsache. Eine weitere der EC-Zahlung sehr ähnliche Zahlungsform ist dann die Zahlung per Lastschriftverfahren oder auch ELV, also elektronisches Lastschriftverfahren. In der Praxis sieht dies genauso aus wie das Zahlen mit der EC-Karte und der Eingabe der PIN. Beim Lastschriftverfahren ermöglicht es der Käufer dem Verkäufer, den Kaufpreis vom Konto des Käufers einzuziehen. Durch die Erteilung der Lastschrift hat also der Käufer die Möglichkeit, auf das Konto des Käufers zuzugreifen. Im Gegensatz zur Zahlung mit Girokarte und PIN erfolgt hier also eine Bestätigung durch eine Unterschrift. In der Praxis haben sich dann noch zahlreiche Sonderformen der bargeldlosen Zahlung etabliert. Viele von euch kennen und nutzen wahrscheinlich die Zahlung per PayPal, Amazon Pay oder anderer Zahlungsdienstleister. Auch hier liegt also eine bargeldlose Zahlung vor, die im Kaufvertrag speziell vereinbart werden muss.
Ja, und dann gibt es in der Praxis noch eine besondere Form der bargeldlosen Zahlung, und zwar handelt es sich hierbei um die Zahlung mit einem Scheck. Diese Art der Zahlung wird den meisten von euch unbekannt sein. Daher gehe ich jetzt in diesem Video auch nicht mehr genauer darauf ein. Ihr könnt euch an dieser Stelle merken, dass der Scheck im Grunde genommen ein Papier ist, der so etwas wie einen Schuldschein darstellt. Der Käufer kann dem Verkäufer in der Praxis einen Scheck ausstellen und übergeben, und der Verkäufer kann dann mit Hilfe dieses Schecks das Geld vom Bankkonto des Käufers einziehen. Und diese Art der Zahlung, also die Zahlung mit Hilfe eines Schecks, kommt bei Unternehmen auch noch häufiger vor, als man denkt. Aus den vorhergehenden Videos kennt ihr ja bereits dieses Angebot, das uns ja verdeutlichen soll, was man im Kaufvertrag speziell vereinbaren kann. Die bisher aufgelisteten Inhalte haben wir in den Videos vorher bereits thematisiert. In diesem Video haben wir uns ja jetzt angeschaut, in welcher Form der Käufer seiner Zahlungspflicht nachkommen soll. Abweichend von der gesetzlichen Regelung, also von der Bargeldzahlung, kann im Kaufvertrag dann also vereinbart werden, dass der Käufer eine Rechnung über die Kaufsache erhält und diese Rechnung dann später durch Überweisung ausgleichen soll. Nachdem wir uns bis hierhin ja die Art der Zahlung genauer angeschaut haben, beschäftigen wir uns nun mal genauer mit dem Zahlungszeitpunkt. Ist im Kaufvertrag nichts Gesondertes vereinbart, kann grundsätzlich der Verkäufer vom Käufer Barzahlung verlangen. Dies ist § 271 BGB zu entnehmen. Haben Käufer und Verkäufer im Kaufvertrag also keinen gesonderten Zahlungszeitpunkt vereinbart, muss der Käufer die Kaufsache bei Erhalt der Kaufsache bezahlen. Man nennt diese grundsätzliche Regelung dann auch Zug-um-Zug-Geschäft, denn der Käufer muss im Gegenzug zum Erhalt der Ware den Kaufpreis zahlen. Natürlich können Käufer und Verkäufer im Kaufvertrag dies auch anders vereinbaren. Grundsätzlich ist eine Zahlung vor Übergabe, bei Übergabe oder nach Übergabe der Kaufsache möglich. Einigt man sich im Kaufvertrag auf eine Zahlung vor Übergabe, spricht man auch von einer Vorauszahlung. In diesem Fall muss der Käufer also die Kaufsache bezahlen, bevor er sie erhält. Ein Sonderfall stellt in der Praxis dann die Anzahlung dar. Hier muss der Käufer vor Erhalt der Kaufsache nur einen Teil des vereinbarten Kaufpreises bezahlen. Die Zahlung bei Übergabe haben wir ja bereits besprochen, aber auch diese kann im Kaufvertrag gesondert vereinbart werden. Diese Vereinbarung würde dann aber der gesetzlich gültigen grundsätzlichen Regelung entsprechen, also dem Zug-um-Zug-Geschäft. In der Praxis häufig üblich ist dann die Zahlung nach Übergabe der Kaufsache. Man nennt dies dann auch Kauf auf Rechnung oder Kauf auf Ziel. Diese Formulierung basiert darauf, dass der Käufer ein Zahlungsziel vom Verkäufer erhält, also einen Zahlungszeitraum, innerhalb der er den Kaufpreis bezahlen kann. An dieser Stelle ist es wichtig, dass ihr euch merkt, dass der Käufer also einen Zahlungszeitraum nach Erhalt der Kaufsache erhält und innerhalb dieses Zahlungszeitraums, also des Zahlungsziels, den Kaufpreis zahlen muss. Wir haben hier also den gegenteiligen Fall der Bargeldzahlung. Denn schließlich muss der Käufer hier nicht bei Erhalt der Kaufsache, also Zug um Zug, bezahlen. An dieser Stelle weise ich euch noch auf eine kleine Besonderheit hin. Wenn der Verkäufer dem Käufer ein Zahlungsziel gewährt, wird der Käufer tendenziell dieses Zahlungsziel ausnutzen. In der Praxis sind dies dann häufig 30 Tage. Das bedeutet dann im Gegenzug, dass der Verkäufer 30 Tage auf sein Geld verzichten muss. Um den Kunden anzureizen, doch möglichst schnell den Kaufpreis zu bezahlen, kann der Verkäufer dann dem Käufer ein Skonto gewähren. Der Skonto ist dann ein Zeitrabatt. Nutzt der Käufer dann das gewährte Zahlungsziel nicht aus, sondern zahlt er innerhalb der kürzeren Skontofrist, kann er sich zusätzlich diesen Skonto vom Kaufpreis abziehen. Ihr erkennt also, dass sowohl die Vereinbarung eines Zahlungsziels als auch eines Skontos im Kaufvertrag gesondert vereinbart werden muss. Diese Regelung entspricht also nicht der grundsätzlichen gesetzlichen Vorgabe des Zug-um-Zug-Geschäfts. Ich weise euch an dieser Stelle dann noch, der Vollständigkeit halber, auf § 270 BGB hin. Gemäß § 270 BGB hat der Geldschuldner nämlich auf seine Gefahr und seine Kosten, das Geld an den Gläubiger zu übermitteln. Aus dem zweiten Teil dieser Videoreihe wisst ihr ja, dass Warenschulden gesetzlich Hohlschulden sind. Aus § 270 BGB könnt ihr nun erkennen, dass Geldschulden grundsätzlich Schickschulden sind. Haben sich also die Vertragsparteien im Kaufvertrag darauf geeinigt, dass der Käufer seiner Zahlungspflicht durch Überweisung nachkommen kann, muss er die Kosten und die Gefahr der Übermittlung des Geldes tragen.
Und deswegen gilt die Regel, Geldschulden sind Schickschulden. Der Käufer hat also seine Zahlungsschuld letztendlich erst dann erfüllt, wenn das Geld auf dem Bankkonto des Verkäufers angekommen ist. In diesem Video habe ich euch ja jetzt das Wichtigste zu den Zahlungsbedingungen erklärt. Natürlich lernt sich das Ganze einfacher, wenn man das Ganze nochmal ein bisschen einübt. Über die bekannte Adresse könnt ihr wie immer bei mir Übungs- und Arbeitsmaterial anfordern. Mich würde natürlich wie immer interessieren, wie euch dieses Video gefallen hat. Schreibt es mir nochmal in die Kommentare. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, dann würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann werdet ihr informiert, wenn ich neue Videos einstelle. Dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Videoteil wiedersehen. Da zeige ich euch nochmal ein paar Besonderheiten, die man im Kaufvertrag vereinbaren kann. Bis dann, macht's gut, tschüss!